Hallihallo zusammen, guten Abend. Herzlich willkommen zu meinem monatlichen Kartenworkshop. Heute ist der 3. September 2023 und wie jeden Monat habe ich für euch einen gratis Kartenworkshop. Das heißt, ich habe für euch 4 Projekte vorbereitet und ihr könnt alle gerne zuschauen, kommentieren und Vorschläge machen, wie man die Projekte bastern kann. Für meine Kunden und für jede, die halt eine Bestellung bis Ende September und diesen Gastgebercode benutzt, die ich hier geschrieben habe, dann bekommt von mir das Bastelpaket mit den zugeschnittenen Materialien, um die Projekte nachbasteln zu können. Ihr müsst selber stempeln und ja, kleben mit eurem ja, Stempel aus eurem Vorrat oder vielleicht stempelt ihr euch mit den neuen Sachen, die ihr euch mit den Bestellungen gemacht habt. Vielen lieben Dank, dass ihr zuschaut. Gut, ja, herzlich willkommen. Ich kann euch immer noch nicht die Innenseiten von dem Mini-Katalog zeigen, aber alle, die bei mir das Katalog bestellt haben, sollen das bereits bekommen haben. Die habe ich vor meiner Abreise in Las Vegas an euch verschickt. Meldet euch, wenn ihr es noch nicht bekommen habt, dann guck ich mal, wo das hingeblieben ist. Okay, wie gesagt, ich habe 4 Projekte für euch vorbereitet. Und ich habe viele Inspirationen für euch, weil die sind nämlich Projekte, die ich aus meinen Tauschkarten gebastelt habe. Das ist hier meine erste Tauschkarte. Also wir basteln eine Alternative dazu. Aber so bekommt ihr gleich 2 Inspirationen zu, ja, zu dem Mini-Katalog. Diese Karte hat meine Freundin An Oshiro gebastelt. Sie ist eine Demonstratorin aus Hawaii. Stellt euch vor, wir haben jetzt jemanden kennengelernt aus Hawaii. Die habe ich letztes Jahr in New Orleans kennengelernt und seitdem sind wir gut befreundet. Sie hat für diesen tollen Projekt das Produktpaket Tricks und Treats aus dem Mini-Katalog. Das ist Seite 50 von dem Mini-Katalog. Ihr findet diesen Frankenstein. Und ich meine, wir haben das auf Deutsch. Warte mal, ich gucke hier an die Seite. Seite 50. Nope. Es sind nur 2 Sprüche in diesem Set. Und Stanzformen, die dazu passen. Und guck mal, sie hat eine kleine Tasche. Für eine Leckerli hier reingepackt. Und ich zeige euch, wie ihr das nachbasteln könnt. Meine Idee aus dieser Idee von An ist so geworden und ist eigentlich eine Tasche für eine Karte. Also vielleicht für einen Gutschein oder also ihr könnt natürlich auch ein kleines Goodie hier einpacken, aber ich habe einfach nur eine Grußkarte hier als kleines Geschenk eingepackt. Und das ist ganz einfach zu nachbasteln. Ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Genau, ich habe hier diese Straßensteine, die ich für meine Projekte heute benutzt habe. Das sind die gesprenkelte Akzente. Die habe ich hier benutzt auf meiner Karte. Hier sind in Malve. Und jeder, die halt bis zum 10. September mit dem Gastgebercode bestellt und ab 60 Euro bestellt wird, bekommt ihr auch diese Packung von Straßensteine dazu zum Bastelpaket. Bastelpaket gibt es ab 40 Euro bestellt wird. Wir benötigen die Papierschneider für dieses Projekt und einen halben Bogen Farbkarton. Das ist in Malve und die habe ich bereits hier bei 14,85 gefalzt. Die müssen wir nochmal falzen bei 5 cm. Auf egal, eine von beiden Enden. Falzen wir, ich messe es hier bei 5 cm und falzen wir einmal. Wie gesagt, ist bereits bei 14,5 cm, also mittig
gefalzt. Wir benötigen auch, ich glaube, die Papierschneider brauchen wir nicht mehr. Wir benötigen auch das ein Farbkarton 10 cm mal 14,3 cm und Designerpapier. Ich habe das wunderschöne Designerpapier herrlich herbstlich benutzt. Ihr habt hier so einen Überblick, was alles in dem Papier ist. Das sind 48 Bogen und wie ihr seht, 12 verschiedene Motiven. Hier ist das Papier, das ich genommen habe. Die Rückseite ist diese blaue Rückseite und das ist wunderschön. Ich mag diesen Designerpapier extrem, extrem gut. Und der ist 48 Bogen, 12 Designs, 15 mal 15 cm und das sind hier alle Farben in diesem Papier kombiniert sind. Genau. Dieses Stückchen Papier ist 10 cm mal 6 cm, also wir brauchen ganz wenig. Dann haben wir mit der Kreisestanze von den Basics mit Pip noch einen weiteren Farbkarton ausgestanzt in Malve und mit dieser tolle Handstanze, die 6 cm Kreisestanze, habe ich dann bereits einen Kreis in weißen Farbkarton ausgestanzt. Habe ich noch Kordel dazu, das bekommt ihr alles im Paket mitgeschickt. Jetzt müssen wir nur noch falzen und stempeln. Für mein Projekt habe ich hier schon meine Stempel montiert. Das ist das Elegant Floral, das Stempelset Elegant Floral. Vielleicht habt ihr jetzt schon ein paar Beispiele damit gesehen, weil das konnten wir schon lange vorbestellen. Und ich wollte euch nur noch erinnern, dass es jetzt bestellbar sein wird. Ab dem 6. September könnt ihr alle Produkte aus dem Mini-Katalog bestellen. Und das ist eine davon. Das ist ein Produktpaket. Es hat Stanzformen, die diesen Motiven austanzen. Und ich finde es total schön. Also jetzt haben wir diese Falzlinie bei 5 cm, falten wir nach außen. Ich gehe mit dem Falzbein die Falzlinie nach. Und die mittlere Falzlinie falten wir nach innen, so wie üblich. Also das ist normal, so eine normale Karte. Und jetzt haben wir die so in eine kleine Tasche umgebandelt. So hat die an sich das überlebt. Jetzt befestigen wir das Designerpapier hier auf die unteren Teile der Karte, also da, wo die Falzlinie ist. Da benötigen wir ein bisschen Kleber. Ich nehme ein bisschen Flüssigkleber. Für mein Papier. So. Und lasse ich ein bisschen ran an die Seiten und hier unten. So. Versuche, dass es gleichmäßig im Rand ist. Und dann befestige ich das hier nochmal. Also diese kleine Klappe klebe ich zusammen. So. Dann gehe ich mit dem Falzbein wieder rüber, dass es gut klebt. Und stempeln wir unsere Blüte auf den weißen Farbkarton. Ich musste aus meinen Stempelkissen in Malve ein bisschen Farbe wegnehmen, weil das war zu viel Farbe. Und die Blüte funktioniert am besten, wenn es weniger Farbe auf dem Stempel ist. Schau mal. Das ist, also ich finde, das ist so schön, wenn es trocknet, das sieht ein bisschen anders aus, aber ich finde es super klasse, dieser Abdruck gefällt mir extrem gut. Das befestige ich, vor allem es halt
was anderes als sonst. Das befestige ich ganz normal hier mit ein bisschen Kleber, so mittig auf unseren bestickten Kreis. Guck mal, das trocknet schon super schnell. Das schmiert nicht. Und genau. Um das hier zuzumachen, also man könnte theoretisch das hier mit Kleber zukleben, wenn ihr das möchtet. Ich wollte das nicht unbedingt machen. Ann hat hier mit Dackel geklebt. Das ist auch eine Möglichkeit, vor allem wenn ihr halt so leckerlich hier in die Tasche reintut. Das ist natürlich hilfreich, dann ist komplett fest zugeklebt. Aber ich wollte einfach nur ein bisschen Kordel hier umwickeln. Da wickel ich das dreimal um meine Karte und binde ich eine Schleife zu. Hoffentlich klappt das. So. Ich mache immer die gleiche Schleife. Ich weiß nicht. Mache hier eine Ohrchen hier, noch eine Ohrchen und dann von hinten nach vorne ziehe ich den Kordel zu und dann passe ich den Rest so ein bisschen zusammen. Ihr bekommt halt genug Kordel, dass ihr das da dreimal um die Karte umwickeln könnt, auch wenn ihr es halt anders überlegt. Ich finde, sieht ganz schön mit ein bisschen Kordel, auch wenn es ein bisschen lang hängt. Ciao. Das befestigen wir hier nochmal. Diesmal mit Dimensionals. Dimensionals. Ich lerne immer noch, wie das ausgesprochen wird. Und ganz einfach. So konnte man theoretisch auch Einladungen basteln, so zum Geburtstag, zum Hochzeit, so Einladungen hier stempeln und sieht ganz edel aus, finde ich zumindest. Wir brauchen unsere kleinen Straßensteine, die ich schon in ein schwarzes Loch gemacht habe. Ihr wisst ja, in meinem Bastelzimmer ist immer ein schwarzes Loch, wo alle meine Sachen landen, die ich gerade in der Hand gehabt habe. So, eine, zwei. Man soll immer wohl eine, wie heißt das? So drei oder fünf oder sieben Steine halt nehmen, damit das irgendwie besser fürs Auge funktioniert. Hier, man könnte theoretisch ja auch wieder mit Malbe stempeln. Ich wollte mit den Kontrastfarbe aus dem Designerpapier stempeln. Das hier Frauengrund. Und deswegen habe ich jetzt meine Motive. Den großen Blatt. Das ist auch sehr viel Tinte in meinem Stempelkissen, aber ich riskiere es. Schau mal, das ist doch super schön. Ich mag diesen. Das sind. Ja, so. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es sind besondere Stempelsets, die diesen Abdrucke halt erzeugen. Und man hat es schief gestempelt. Ich habe versucht, mal schauen. Also, ihr macht das schon bitte gerade. Ich versuche hier auf die Rückseite. Besser. Es funktioniert halt für die Karte halt nicht, weil das nicht befestigt ist auf die Innenseite der Karte. Aber halt hier als Beispiel für euch, dann könnt ihr es einfach sehen, wie es dann gerade gestempelt ist. Und dann können wir es hier reinschieben. Und fertig ist unsere Karte. Wie gesagt, ich denke, diese Kartenform perfekt für eine Einladung zu Hochzeit, zu Geburtstag. Ganz toll. Und das ist meine erste Karte für heute.
für den Kartenworkshop im September. Die Inspiration dazu hier nochmal für euch zum Nachbasteln für Halloween. Ja, die tolle Fledermäuse noch gestempelt. Ganz toll und ihr sagt, man kann noch dazu eine Süßigkeiten einpacken. Dann basteln wir die Karte, die ich gemacht habe als Swap, also als Tauschkarte. Hier sind die Materialien dazu. Ich habe übrigens die Karte nicht mehr. Ich habe die alle abgegeben, alle verschenkt. Aber wir basteln die zusammen. Das ist eine tolle Basteltechnik, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Das ist, habe ich mit diesem Designerpapier, aber ihr könnt ja, wie ihr gesehen habt, man kann immer verschiedene Designerpapiere nutzen und ein Stempelset nutzen, sodass man ja, nach dem eigenen Geschmack die Sachen nachbasteln kann. Ich habe diesen Designerpapier benutzt, Fröhlich und Festlich. Das ist einer von den großen Designerpapieren, die 30 cm x 30 cm groß sind. Das sind 12 Bogen, zwei seitige Designs und so sehen die ungefähr aus. Das sind die Farben, die dazu kombinieren oder die in diesen Papieren enthalten sind. Und für die Technik benötigt ihr einen Designerpapier, die 15 cm x 15 cm geschnitten ist. Ich habe mein Papier bereits zugeschnitten und wir brauchen ein Kuli und ein Lineal. Dieser Lineal reicht nicht, wir brauchen eine etwas langere Lineal. Hier. Diese Technik finde ich extrem gut, vor allem wenn man mehrere Karten aus dem gleichen Design machen möchte. Deswegen habe ich es benutzt für meine Tauschkarten. Da müssen wir bei jeder Seite, also ich messe hier von dem Rand, von dem linken Rand, messe ich 4 cm Markierung. Drehe das Papier nochmal um und mache ich wieder eine gleiche Markierung bei 4 cm. Wohlbemerkt, dass ich die Rückseite des Papiers benutze. Ich sehe wieder, meine Internetverbindung zwingt ein bisschen. Hier nochmal drehen, wieder von links gemessen, 4 cm, eine kleine Markierung. Und hier nochmal, also an alle 4 Seiten, machen wir eine Markierung von 4 cm. Dann verbinden wir diese Markierung mit der gegenüberliegenden Seite. Also die 4 cm von hier werde ich mit diese 4 cm hier mit einer Linie binden. Ist egal, ob die Linie komplett gezogen ist. Ich brauche einfach nur als Schneidevorlage. Also hier nochmal diese Markierung mit dieser Markierung zusammenbringen. Und jetzt haben wir das Format für unsere Karte. Jetzt schneiden wir halt nach den Linien nach. Dann lege ich halt die Linie hier an der Papierschneider, an die Rille und schneide ich. Deswegen ist halt wichtig, dass man die Linie gezogen hat, weil hier in der Mitte gibt es sonst keinen Referenzpunkt. Und deswegen jetzt schneiden wir so und hier nochmal schneiden wir so. Wie gesagt, das ist die perfekte Technik, um mehrere Karten mit dem gleichen Design nachbasteln zu können und nicht so viel Designerpapier zu verbrauchen. Da habe ich 4 Teile, die am Ende gleich sind.
Genau, und nur eine brauchen wir für unsere Karte. Diese Technik habe ich bei Rachel Tessmann gesehen. Sie hat das mir beigebracht in einem von ihren Videos. Genau, jetzt haben wir wieder eine Karte, die 27,9 cm lang ist, gefaltet bei 14,85 und 10,5 cm breit. Dann habe ich einen Aufleger und der ist 9,5 cm mal 13,8 cm. Und dann habe ich noch einen Aufleger, wie ihr seht, der ist bereits geprägt, damit das Video nicht so lange ist. Dafür habe ich diesen Prägefolder benutzt. Der ist aus dem Jahreskatalog und ist, glaube ich, Mauerwerk heißt das. Der ist bereits geprägt. Und dann habe ich Distanzformen aus diesem tollen Produktpaket benutzt. Feiertagsklassiker. Das ist ein Stempelset plus 13 Distanzformen. Die sind hier verdeckt, glaube ich. 1, 2, 3, 4 und die anderen sind hier. Genau. Total cool zum Weihnachten. Das wird hier ausgestanzt in ein kleines Etikett oder großes Etikett. Und die Distanzen, die ich benutzt habe, sind hier. Mit Distanze kann man diesen ganz großen Etikett, dekoriertes Etikett austanzen. Die wurde zum Beispiel hier perfekt für einen Gruß und fertig. Und dann gibt es diese quadratische Stanze, mit dem ich diesen kleines Etikett gestanzt habe. Ich habe aber, okay, wir fangen an mit dem Zusammenkleben und dann machen wir weiter mit dem Rest. Also befestige ich meinen geprägten Aufleger mittig auf den grünen Aufleger. So. Ich zeige euch nach und nach alle anderen Tauschkarten, die ich bekommen habe. Heute zeige ich euch noch eine Karte und basteln wir eine Alternative dazu. Das können wir auch hier befestigen. Ich nehme einfach Flüssigkleber, weil mit Dimensionals als wäre die Karte dann doch so hoch. Mit alles, was noch drauf kommt. So. Ich glaube, das ist die einzige Weihnachtskarte, die ich heute vorbereitet habe. Ich wollte extra ein bisschen Abwechslung für euch alle haben, weil es gibt immer noch Geburtstage und es kommt Halloween. Und ja, obwohl ich Weihnachten sehr liebe und immer wieder gerne damit bastel, ich wollte euch was anderes noch zeigen. Genau, dann haben wir, oder ich habe mir halt diesen Stückchen Farbkarton noch dazu zugeschnitten. Ich brauche wohl ein bisschen mehr. Oder doch nicht, ich glaube, ich brauche nicht mehr, weil das Bild verdeckt. Okay, dann, das klebe ich hier so an den Rand. Ich kann vorher noch so eine gerade Linie schneiden, die halt an diese Spitze endet. So. So ist das nämlich hier auch gerade mit meinem Papier. Ich will einfach nur einen kleinen Rand für meinen Designerpapier, so eine kleine Mattung machen für mein Designerpapier.
die Rachel Tesman, wo ich die Charakter, also die diese Technik gesehen habe, hat das nicht gemacht. Sie hat einfach direkt hier auf den auf dem Vorderseite der Karte befestigt. Aber ich dachte, mit ein bisschen dran sieht das doch schön aus. Und wenn ich das richtig mache, brauche ich hoffentlich nicht mehr von diesen Farbkarton. Das ist Farbkarton in Olivgrün. Ja, bekommt eine längere Streife dazu, keine Sorge. Ich war nicht. Ah, doch. Ich habe einfach die falsche genommen. Hier ist die größere Streife, die ich für diesen Projekt vorbereitet habe. Aber passt schon, das wird hoffentlich klappen. Ich habe noch eine zweite hier für diese Seite. Und dann mache ich gerade nochmal das gleiche, glaube ich. Also eine gerade Linie hier schneiden. Nö, oder? Doch. Ich habe diese Karte vor 3 Wochen bestimmt gemacht. Ich muss nochmal überlegen, wie ich das alles gestaltet habe. Okay, das muss geschnitten werden. Genau. Jetzt habe ich sozusagen die passenden Mattung für diesen Teil. Lasse ich ein bisschen von das Papier hier durchgucken, sodass wir so eine Mattung haben. Ich habe übrigens schon alles berechnet und habe mir halt eigentlich auch so einen Teil genauso groß wie das Designerpapier ausgeschnitten. Aber nachdem ich alles berechnet habe, habe ich gedacht, nee, das ist mehr so viel Papierverschwendung als Mattung. Und die Karte noch schwer zu machen, weil ich habe 1, 2 und 3 und dann wäre eine vierte Lage, dann wäre die Karte extrem schwer. Und ich dachte, passt schon so mit dem Papierstreifen. Keine Sorgen, dass es so aussieht, das werden wir gleich verdecken. Und zwar mit unserer Etikett. Die kommt hier. Und was ich gemacht habe, ich habe unser großes Etikett noch geschnitten. Also eigentlich nicht unbedingt die Hälfte. Ich habe viel mehr abgeschnitten, weil das muss hier sozusagen passen. Deswegen habe ich hier, ich habe das schon vorher noch abgeschnitten, habe ich hier 2 kleine Teile daraus genommen. Die kann man ja immer noch in einem anderen Projekt benutzen. Aber im Prinzip habe ich halt mit der Schere so geschnitten, dass ich diese 2 Teile dann, wie ich möchte, halt hier bewegen kann und so gegeneinander hinter dem Etikett kleben kann. So habe ich einen Akzent, der halt nicht so groß ist wie der Stanzformel, aber ja, die trotzdem die gleiche Stanze oder gleiche Etikett benutzt. Mein großes Stempel hier zum Fest, liebe Wünsche, und das stempel ich mir mit Olivgrün, Olivengrün, Old Olive, Vertoliv, mittig auf das Etikett. Wieder schief, ich bin heute etwas schief. Warte mal, habe ich noch eine zweite Etikett hier ausgestanzt? Ja, habe ich. Oh, die hatte auch schon Kleckse. Also, ich habe, kann man das sehen? Nicht wirklich. Ich habe mit dem Stamping Blend ein bisschen
Ja, Flex, Flex. Ein bisschen gesprüht mit meinem Stamping Blend. Und zwar, das ist aber wahrscheinlich nicht empfehlenswert, weil die Spitze des Stamping Blendet ein bisschen beschädigt, ein bisschen viel beschädigt, wenn man das macht. Warte. Man braucht ein bisschen Schmierpapier und dann nimmt. Ihr werdet sehen, meine Stampin' Blend ist schon ein bisschen kaputt, weil man nimmt es halt so und schmeißt ein bisschen Tinte. Das ist ein altes Stampin' Blend, deswegen habe ich entschieden, dass ich das machen kann. Es gibt sonst Sprüher, die man halt benutzen kann. Dafür braucht man aber, glaube ich, die Wasserblend, Wassermarker. Ich wollte einfach ein bisschen interessanter machen, den Hintergrund. Und bei manchen, nicht bei allen Karten, habe ich noch diesen Olivenblatt noch gestempelt. Ich lasse erstmal so. Also, das ist die Gerade. Oder? Stempeln wir. Stempeln wir. Soll ja Spaß machen. So. Dann. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören und sehen. Ich kann keine Kommentare sehen. Wahrscheinlich liegt es auch an Facebook. Aber ich komme später noch dazu. Weißt du, antworten? Guck mal. Das ist doch schöner mit dem Blatt. Ich glaube, am Ende habe ich alle, die ich noch nicht befestigt hatte, habe ich dann nochmal mit diesem Blatt noch gestempelt. Und jetzt schauen wir, wie wir das machen. Ich glaube, vorhin habe ich diesen tollen Geschenkband. Das ist goldenes Geschenkband. Hier ist die Packung, die findet ihr auf den Online-Exklusiven. Das ist goldenes und silbernes Dekoband im Kombipack. Das sind golden und silber. Und ich finde, die sind total, total schön. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich versucht, sowas zu machen. Genau, ich habe so ein 8 sozusagen. Hier so gemacht. Bevor wir das machen, brauche ich meine dritte Hand. Halte mit meinem doppelseitigen Klebeband. Wir brauchen ein Stückchen Klebeband und das muss schon irgendwo bereitlegen. Wenn man keine drei Hände hat, dann muss das schon irgendwo fest sein. Und das kleben wir hier auf die Rückseite. So, ich glaube, ich nehme diese lange. Befestigen wir das nochmal. So. Und dann befestige ich das hier noch auf die Rückseite. Ich wollte unbedingt diese Geschenkband vor meinen kleinen Teile haben. Und es macht das Leben nicht einfacher, aber die Karte schöner. Ich entferne diesen Teil auch, damit die Karte besser befestigt wird. Dann nehme ich ein bisschen Kleber. Das kann man gleich noch ein bisschen bewegen. Und keine Sorgen, das befestigen wir noch mit Dimensionals auf die Vorderseite. Upsi. Ihr seht wieso. Das kommt hier so rum und das kommt hier so rum. Steht so ungefähr, wo ich es haben will. Jetzt, bevor das alles
rausspringt, brauchen wir Dimensionals, um das sicher zu halten hier auf die Rückseite. Ich versuche nicht auf die Schleife die Dimensionals zu kleben, damit es nicht so viel Höhe hat. Aber ich habe jede Menge Dimensionals jetzt benutzt. Weil doppelt hält besser und fünfmal hält nochmal besser. Ich glaube, ich habe jetzt alle entfernt. Das fällt noch. Und das kommt hier. Seht ihr? Jetzt haben wir unseren kleinen Loch hier verdeckt. Und die Karte ist fast fertig. Für meine Tauschkarte habe ich diese tolle Straßensteine benutzt, die selbstklebende Perle Akzenten in Rot und Grün. Ihr seht, ich liebe die Straßensteine. Aber jetzt können wir schauen, wie das, weil ich habe nicht genug, ich habe fünf kleine von diesen kleinen goldenen gemacht, weil das passt zu meinen goldenen Band. Deswegen benutze ich immer ganz wenig Kleber, weil wenn ich was korrigieren will und ich viel Kleber benutze, ist halt nicht so gut. Ich versuche jetzt zu schauen, weil ihr das, diese Straßensteine als Geschenk von mir bekommt. Dann dachte ich mir, versuchen wir heute mit diesen gesprenkelten Straßensteinen. Ist ja auch gut. Ich glaube, die goldenen waren schöner. Ihr seht ein Foto von dieser Karte, von der Originalkarte, die ich gemacht habe. Poste ich hier in der Community oder in Instagram. Also wird ja sehen. Okay, das ist die zweite Karte von meinem Kartenworkshop heute. Das war ein bisschen länger als die erste. Aber das hat ja auch viele Teile. Und ich hoffe, ihr habt eine neue Inspiration für diesen tolle Stempelset bekommen. Feiertagsklassiker. Ab dem 6. September könnt ihr das bestellen. Oh, ich habe eine Verpackung für euch. Ich habe eine tolle Verpackung für euch, die diesen Produktpaket ist schwungvolle Anlässe, findet ihr auf Seite 64. Hier ist das Stempelset und die dazu passende Stanze bzw. das Produktpaket besteht auf diesem Stempelset und auf diese Stanze. Man kann beide separat bestellen, aber wenn man die zusammen bestellt, dann spart man 10% aus dem Preis. Und diese tolle Boxen, die ich benutzt habe und die ihr halt eine Box bekommt in dem Bastelpaket, das sind die Stülpdeckel-Schachtel. Stülp, frag mich nicht, ich bin Ausländer, ich weiß nicht, was das Stülpdeckel heißt, aber es ist ganz cool, in eine Packung sind 8 von diesen Boxen. Und guck mal, die kann man wie man möchte dekorieren und kleine Geschenke machen. Natürlich sind die wunderbar für einen Adventskalender mit 4 oder mehreren Boxen. Aber die sind super easy zu machen und zum Dekorieren, wie man möchte. Ich habe hier das Designerpapier-Spaziergang im Garten benutzt. Das ist wieder eine große Packung von 15x15 cm Papiere. Das sind 48 Bogen. Die Unterschiede sind nur 8 Designs, deswegen es gibt mehr Bogen pro Design. Und die Vorderseite und die Rückseite passen wunderbar zusammen. Es gibt von alles was. Es gibt ein bisschen Weihnachten, es gibt einfach so. Also ich finde das Designerpapier mega cool. Und ich kann euch einfach nur Ideen damit zeigen. Ich zeige euch gleich noch eine Idee von Anne. Sie hat mir 2 Tauschkarten gegeben. In meinem Prototyp habe ich das Designerpapier hier so befestigt.
Aber ich finde es vielleicht viel zu viel Blumen. Also sie sind schön, aber es ist ein bisschen zu blumig. Deswegen benutze ich jetzt die Rückseite für das Paket, die wir jetzt basteln. Im Bastelpaket bekommt ihr entweder das gleiche Papier wie ich oder eine Alternative, aber alle Papiere, wie ihr seht, sind einfach wunderschön und passen gut zu dem, was ich hier vorhabe. Gut, ihr bekommt einen Bogen, ne? Einen Bogen, und ihr müsst selber halt schneiden. Ich habe bereits drei Teile geschnitten. Die schneiden wir bei 6,3 beziehungsweise genau genommen die Schachteln haben hier die Maßangaben. Die könnt ihr immer benutzen. Hier ist jetzt 6,4 oder 2 Zoll, 2,5 Zoll. Das ist 6,4. Das ist eine gute Referenz für euch. Und wir brauchen 4. Das bekommt ihr alle aus einem Bogen. 2,5 Zoll sind hier und es sind fast 6, ja, fast 6,4. Aber ich mache hier 6,3, weil ich habe festgestellt, die Innen 6,3. Ist das 6,3? Ja. Diese Innenschachtel, also hier mit den Aufbauungen zum Aufmachen, die ist ein bisschen kleiner als die große. Und bei 6,3 liegen wir halt besser dabei. Ihr benötigt nur 4 von diesem Quadrator und die nutzen wir zum Dekorieren. Erstmal bauen wir die Box. Für diesen Box braucht man also, jede Box hat zwei Teile. Einmal die Innenteile, also die Schublade und einmal das äußere Teil, wo die Schublade enthalten ist. Am besten nehmt ihr euer Falzbein und faltet ihr die Falzlinien nach. Wie ihr sehen könnt, dass der Kleber schon da mit dabei. Die finde ich total praktisch. Ein schnelle Goodie. Manchmal ist immer halt in der letzten Minute irgendwas zu machen. Oder wenn man viel zu tun, also viele Goodies basteln muss. Das ist beschichtigt. Also man kann hier Essen reintun ohne eine Verpackung, wenn man das machen möchte. Ich nehme immer gerne Sachen, die gepackt sind, gepackt, damit, keine Ahnung, hygienischer. Aber kann man machen, wie man möchte. Okay. Dann nehmen wir die Hülle, also die Außenteile, entfernen wir die Folie, eins nach dem anderen, und wir kleben so, eins nach dem anderen, damit dieser Kleber ist extrem stark. Habe ich schon festgestellt, als ich was korrigieren wollte, geht nicht. Deswegen mach es einfach ein bisschen geduldig und guckt, dass ihr ja nicht abmachen müsst, weil das geht nicht so einfach. Es klebt sehr gut zusammen. Ich hoffe, ich muss euch das nicht ja, demonstrieren, wie das geht, weil ich bin nicht leiden hier. Dann können wir schon mal. Wir suchen uns aus einen oberen Teil und einen die Seiten, wo wir das haben wollen, und dann kleben wir in
oben und an die Seiten das Papier. Das ist schön. So. Vielleicht könnt ihr entscheiden, welche Box euch besser gefällt. Auf die Blumen oder die Punktchen. Die andere Seite. So. Das kann man noch ein bisschen verschieben. Das passiert, wenn ich versuche, Kommentare zu lesen. Okay, jetzt haben wir diesen Teil fertig. Und jetzt kleben wir, bevor wir das befestigen, kleben wir unseren vierten Teil hier, da wo die Ausspannung ist. Und das, diesmal mache ich den Kleber hier, weil ich will nicht in diesem Teil Kleber machen. Ich versuche aber so. Okay, jetzt drücke ich nicht mehr. Ich versuche nur ein bisschen zu verteilen den Kleber, damit es nicht so bulky ist. Wie sagt man bulky? Und jetzt kleben wir das in diesem Papier. Interessiert die Richtung nicht und deswegen habe ich es ausgesucht, weil sonst könnte es ein bisschen tricky, kompliziert sein. Okay, das ist genau an die Falllinien liegt. Also 4,3 finde ich besser als die 6,3, Entschuldigung. Und jetzt brauchen wir eine 1-Zoll-Stanze. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch eine 1-Zoll-Stanze zu Hause hat. Und dann stanzen wir das nochmal aus. Und jetzt können wir befestigen. Genau das gleiche wie vorhin. Eins nach dem anderen, die Folie entfernen und an die Kante befestigen. Man kann übrigens diese kleine Schachtel auch stempeln. Das ist das nächste Experiment, das ich machen werde. Die kann man für sehr viele unterschiedliche Anlässe benutzen. Für mein Stammtischtreffen habe ich auch eine Schachtel vorbereitet für meine Mädels. Aber das machen wir zum Halloween. Weil ich schicke keine Karten zum Halloween eigentlich, aber ich mache immer gerne kleine Bastelgoodies für die Kollegen oder für die Postbote. Und eine kleine, so eine Süßigkeit, die mal packen oder ja, was aus der Küche zum Beispiel, kann man auch was Tolles machen und hier reinpassen. Warte mal, kann man Mini-Klebepunkte kann man hier reinpacken. Genau, und jetzt drückt die Daumen, dass alles passt. Tada, passt perfekt. Passt perfekt. Ich habe hier diesen tollen Geschenkband genommen. Das ist die Geschenkband in Lagunenblau. Und damit binden wir eine Schleife zu. Das sollte farblich passen. Wir bekommen natürlich den Band auch im Bastelpaket mitgeschickt. Und das Etikett, die wir gleich benutzen, bekommt ihr auch. Ihr müsst selber eure Schleife hier zusammenbinden. Aber
Geht, glaube ich. Hey Nina, schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich immer, Mädels und Jungs, wenn ihr so schaut und mir das wissen lässt. Da motiviert mich noch mehr zu machen. Genau, jetzt habe ich noch ein Etikett ausgestanzt, wieder aus Lagunenblau, damit das alles farblich anpasst. Da habe ich die Stanzformen Pestik, wie heißt es? Stickna Basics. Die sind auch aus dem Jahrenkatalog. Ich benutze die voll oft, deswegen müsst ihr halt eigentlich schon die paar Mal bei mir gesehen haben. Und dann haben wir Papierreste zum Stempeln. Und zum Stempeln habe ich zwei Stempelkissen genommen. Einmal stempeln wir den Gruß. Den hatte ich hier schon in meinem Acrylblock. Und den Gruß stemple ich mit Lagunenblau. Mein Finger ist auch mit in das Stempelkissen reingekommen. Ich lasse ein bisschen Platz, damit ich austanzen kann. Zum Geburtstag. Und jetzt nehmen wir diese tolle Stanze und stanzen wir das aus. Genau. Und in der Rest schaffen wir, ja, schaffen wir die Blume stempeln wir, glaube ich, einen Acrylblock. Komm. Die habe ich gestempelt in Kieselgrau. Einfach weil. Ihr habt schon gesehen, dass ich Kieselgrau sehr gerne mag. Und dann habe ich ein bisschen gespielt mit den Stampin' Blends. Die Farben, die in den Designerpapier zu sehen sind. Hier ist Wilderweißen, dann gibt es Balmus und es gibt nicht, also hier ist nicht gelistet Lagunenblau, aber ich meine es gesehen zu haben. Und deswegen habe ich das so gemacht. Da ist. Ja, ich habe es einfach nur ein bisschen mit Calypso koloriert, die Blüten. Nicht so genau koloriert. Ich habe die nur so ein bisschen Farbe. Das ist die helle Farbe. Ich habe so ein bisschen nur Andeutung von Farbe gegeben. So. Dann mit dem dunkleren Calypso habe ich hier die Schleife. Ich glaube, ich habe daneben gemacht. So, und wo ist das hier, glaube ich? Genau. Das war's. Ich nehme jetzt aber ein bisschen Farbengrün und mache ich hier diese kleinen Dinger hier mit Farbengrün. Für meinen Prototyp habe ich nur, wie heißt das? Lagunenblau genommen. Aber hier wollte ich Frauengrund mit einbeziehen, dann die Blätter mit Lagunenblau, einfach weil ich jetzt schon das Etikett und den Spruch mit Lagunenblau habe. Das sollte von den hier sein. Okay, dann habe ich gedacht, dass ich diesen Papier, wo die Blumen gewickelt sind, mit Bildleder koloriere. Am Ende dachte ich, dass es vielleicht ein bisschen zu dunkel ist. Überlege ich, ob ich
hier was anderes mache. Beziehungsweise, dass ich mit dem Farbaufheller noch ein bisschen Farbe wegnehme. Schauen wir gleich. So, zwischen die Blumen ein bisschen Farbe. Und hier die Stiele, die kommen hier. So, dann nehme ich den anderen Ton. Ich glaube, einmal habe ich den dunklen und einmal den hellen für die Stiele. Sieht man das? Ich hatte mit den dunkleren genau, weil ich sagte, innen ist ein bisschen dunkler, ne? Wenn das Papier gefaltet ist und Schatten, keine Ahnung, muss der ein bisschen dunkler sein, innen als außen. Und dann habe ich den dunklen Marker genommen für ein bisschen Schatten. Muss nicht sein, aber ich finde, mach ein bisschen Unterschied hier. Und hier ein paar Streifen, da wo das Papier gefaltet ist. Genau. Ich lasse es so. Ich lasse absichtlich ein paar Stellen in weiß, weil, wie gesagt, die Prototyp fand ich, der war ein bisschen zu dunkel. Und jetzt müssen wir mit der Schere schneiden. Es gibt keine weiteren Stanzen für diesen Set. Aber es ist auch nicht so kompliziert, das zu schneiden. Die Tauschkanten habe ich, falls ich das noch nicht erwähnt habe, habe ich aus Backstage. Ich wollte unbedingt welche basteln, damit ich euch halt verschiedene Ideen zeigen kann, auch wenn die Zeit immer so knapp ist. Und wie ihr seht, wie ihr diese Tauschkarte benutzen könnt. Habt ihr Lust, auch Tauschkarten zu machen? Dann können wir mit dem neuen Katalog Tauschkarten machen. Ich habe übrigens bei dem Besuch in den Stampin' Up! Büro in Riverton habe ich mit ein paar Angestellten von dem Mostratoren Support gesprochen und sie waren alle ganz froh, weil sie warten auch, dass der Katalog live kommt und sie machen auch Tauschkarten bei sich im Büro. Das fand ich so toll, dass sie so begeistert sind. Die machen auch selber Tauschkarten im Büro. Schau mal, jetzt haben wir das geschnitten. Und dann passt hier so perfekt zu unserem Etikett. Und dann können wir das alles hier zusammenkleben. Etikett wird mit. Danke dir, Gabriel. Etikett wird hier mit Kleber befestigt. Die Blumen auch mit Kleber. Ihr bekommt natürlich diese Box in eurem Bastelpaket. Ihr müsst selber halt dekorieren. Das Designerpapier ist mit dabei im Bastelpaket. Und wie gesagt, ab 60 Euro bekommt ihr auch die Straßensteine dazu. Hier ist ganz praktisch, wenn wir diesen Rand benutzen. Denke ich, dass man das noch bewegen kann. Jawohl. Und noch eine Ecke brauche ich hier. Für die zum Geburtstag. Ich wollte nicht die Schleife verdecken, aber ein bisschen für den Blumen kann man es ein bisschen verdecken, die sind ja auch mehr davon. Und als Deko, hier, die warten ganz brav daneben.
Also ich habe hier diesen genommen. Ich glaube, das ist Pitanus. Aber ich glaube, das passt trotzdem. Aber es gibt halt keinen Calypso in dieser Packung. Sonst kannst du ja halt von diesen neutralen nehmen. Und hier wieder drei kleine Trasselsteine. Und fertig ist die Verpackung zum Geburtstag. Natürlich kann man das ja auch zum Weihnachten, zum Halloween, zum Thanksgiving, keine Ahnung. Jetzt muss ich entscheiden, besser mit Blumen oder besser neutral. Also ich denke, das ist eure Entscheidung. Genau, das war das dritte Projekt von heute. Und das letzte, oh ja, wieder nach einer Idee von Anne. Ushiro habe ich euch gezeigt schon am Anfang. Sie hat zwei Karten mit mir getauscht. Und das ist ihre zweite Karte. Sie hat das Produktpaket Modern Floral benutzt. Die findet ihr auf Seite 54 von dem Katalog. Guck mal, sie hat auch wieder diesen Designerpapier, die ich gerade benutzt habe. Und so eine Karte gebastelt. Sie hat diese tolle Stanzformen benutzt aus dem Online-Exklusiv. Und wunderschön, hier hat sie Calypso benutzt für die Mattung und hier für den Einleger auch. Ich finde eine wunderschöne Karte, wunderschöne Idee. Muss ich mir jetzt diesen Produktpaket unbedingt kaufen. Meine Interpretation von ihrer Karte sieht so aus. Das fokussiert irgendwie nicht. Genau. Das ist mit dem Produktpaket Dankbares Herbst, Seite 51 von dem Minikatalog. Und wieder mit diesem wunderschönen Designerpapier. Diesmal habe ich diesen Teil genommen. Und ja, ich zeige euch, was ich gemacht habe. So, die Teile brauchen wir. Erstmal, wie gesagt, das Designerpapier. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich würde mal sagen, das ist hier oben. Weil das wurde von oben, glaube ich, fotografiert. Dann haben wir Farbkarton in Terrakotta. Das ist wieder halt die gleiche Maßangabe, 27,9 cm, gefalzt bei 14,85 und 10,5 Breite. Die Tolle dabei, also ich habe dieses Tanzformen benutzt und zwei Tanzformen aus dem rustikalen Rahmen, um diese Brücke hier sozusagen zu basteln mit der größten Stanze und mit der, das ist die drittkleinste Stanze, die Etikett ausgestanzt. Dann habe ich, wie gesagt, das Stempelset Dankbarer Herbst benutzt. Ich finde die Farbenfrohe Grüße ganz toll. Vielen Dank, kann man immer gut gebrauchen. Süßes Halloween für eine kleine Goodie. Gruß aus meiner Küche für alle, die gerne Marmelade oder so Sachen schenkt. Und hier ganz viele Kürbisse. Ich glaube, man kann Kürbispaste machen und dann weiter schenken. Und hier natürlich für Halloween. Diese Vögelchen ist sehr ähnlich mit einer, die wir jetzt schon mal hatten. Ich glaube, das hat mich noch mehr überzeugt, den Set zu kaufen. Also, wie ihr das bastelt, zeige ich euch. Ich muss noch ein bisschen Platz machen in den Mini-Basteltisch. Gut. Es ist ganz cool, weil ich habe nämlich diese Brücke aus der gleichen Vorderseite der Karte gestanzt. Das heißt, wir nehmen unsere Papierschneider und legen wir also. Ich habe die Karte bereits in der Mitte vorgefalzt. Ich habe es nur hier nochmal
eindeutig gemacht und bevor ich einen Fehler mache, ich glaube, das ist. Okay, ich habe gedacht, ich hatte 3,5 gemacht. Sollte 3,5 sein. Ich mache aber genau, ich lege die Falzlinie hier bei 3,5 und schneide ich mal da. Augen zu und durch. Hoffentlich war es richtig so. 3,5. Und dann, wenn alles richtig ist, dann schneide ich hier nochmal 4 cm. Ja, machen wir 4 cm. Und hoffentlich ist dann das genau genug. Ja, genau. Dann können wir die Brücke aus dem Rest der Vorderseite der Karte damit schneiden. Nee, austanzen. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da vielleicht viel zu viel geschnitten hatte. Aber passt. Also, da braucht ihr keinen weiteren Papier. Aber damit es schneller geht, habe ich schon bereits einen Etikett ausgestanzt. Diesen Teil brauchen wir. Dann nehmen wir das Designerpapier und finden wir, wo oben und unten ist. Fast egal. Wir brauchen aber, da diesen Teil 3,5 cm ist, schneiden wir hier 3 cm, sag ich mal. Wenn der Designerpapier die Richtung so ist, dass hier unten ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Sagen wir mal, dass hier oben ist und hier unten. Und deswegen drehe ich das so um, dass ich hier 3 cm habe. Und dann schneide ich hier 10 cm. Und so habe ich in die richtige Richtung hier für meine Karte den ersten Aufleger. Dann machen wir genau das gleiche, aber hier haben wir 4 cm geschnitten, deswegen machen wir 3,5, also 5 mm weniger. Schneiden wir so, dass hoffentlich, war das Interpretation frei, dass das hier die richtige Richtung von dem Papier ist. Dann brauchen wir kein Papier mehr. Und das sollte hier mittig befestigt werden. Genau. Das ist der Vorteil. Oh, guck mal, wie schön ist das denn? Man konnte theoretisch auch so machen. Aber ich will jetzt nicht experimentieren, nicht, dass es nicht schön aussieht und ihr enttäuscht seid. So, da habt ihr weitere Ideen, wie ihr Tauschkarten verwenden könnt. Diese Karte hat mir sofort gut gefallen und ich dachte, ich muss unbedingt mit euch auch nachbasteln. Aber ich wollte ja nicht unbedingt genau das gleiche nachbasteln. Dann habe ich gespielt mit meinen Stanzformen, bis ich die richtige ja, gefunden habe. So. Jetzt kann man immer noch entscheiden, welche Richtung ist unten. Ich glaube, so ist gut. Bevor wir alles befestigen, brauchen wir unsere Brücke und die Deko für die Brücke. Da habe ich Papierreste in Kürbisgelb und Papierreste in Walnuss. Dann habe ich meine Stempel.
Das ist diesen Ast. Die stempeln wir mit Espresso auf den weißen Etikett. So. Das war's hier mit Espresso. Dann nehmen wir Kürbisgelbe Tinte für unsere Kürbis hier und stempeln wir, so dass wir es danach auch austanzen können. Okay, so deswegen wollte ich erstmal gucken, wie meine Stanze, wie diese Formen li liegen, so dass ich weiß, wie ich es stempeln muss. Das heißt, muss so ungefähr sein. Man sieht ja nicht viel aus dem Ton in Ton. Und doch, man sieht. Aber ich wollte halt nur diese Idee, damit es nicht einfach das Papier ohne Abdruck da ist. Das kann man natürlich auch machen. Aber ich finde, gestempelt sieht es schöner aus. Wechsel. So, fertig. Und ich meine, man kann das auch stempeln, oder? Dem Blatt. In meinem Prototyp habe ich das nicht gemacht, aber Prototypen sind ja auch zum Ideen bringen. Wieder meine Finger in das Stempelkissen. Zum Glück ist alles wasserbasiert, das Tinte. Mein Ball braucht ein bisschen Wiederbelebung. Okay, jetzt habe ich das Blatt nochmal gestempelt. Und man kann hier austanzen. Ich schicke euch die ausgestanzte Teile. Das kann man ja auch so basteln. Wenn ihr halt das Stempelset bestellt oder schon habt, dann könnt ihr dann könnt ihr halt stempeln, aber wenn nicht, dann könnt ihr einfach so nur mit den Formen die Kürbis fertig machen. Guck mal, das sieht doch schön aus. Gestempelt gefällt mir deutlich besser. Okay. Jetzt müssen wir unseren Gruß noch stempeln. Wieder mit dem Waldmoos. Das Stempel habe ich jetzt schon montiert. Hallo Herbst, das ist ein einzelner Stempel und ich musste zweimal ja, nebeneinander halt stempeln. Dann nehme ich Tinte hier nur für den Hallo. Um den Rand. Ich mache ein paar Mal, weil, wie gesagt, da ist nicht so viel Tinte irgendwie in meinem Stempelkissen. Und ich glaube, ich habe keine Tinte auf den Herbst genommen. So. Hallo? Bin ich überhaupt noch im Bild? Dann unbedingt nicht vergessen, muss man diesen Teil putzen, bevor man den zweiten Teil noch stempeln kann. Man kann deutlich nur Hallo da lassen. Und jetzt nehmen wir Tinte für den Herbst. So. Man kann auch mit den Bright Markers das Stempel kolorieren. Nicht mit dem Blend, dann macht ihr euer Stempel kaputt. Aber mit den Bright Markers, die sind genau, haben genauso viel die gleiche Tinte wie dieses Stempelkissen. Wasserbasierte Tinte. Und Herbst. Augen zu und durch. Das ist mein Motto. Okay, jetzt kleben wir unsere Teile hier zusammen. Das ist doch schön. Ich finde es toll. Nehmen wir ein paar Klebepunkte.
So. Und so. Bisschen guck an die Seite. Ich klebe das auch wieder mit Klebepunkte. Hier und hier. Genau. Und mit dem Menschen als hier mittig befestigen wir unser Etikett. Da brauchen wir nur zwei. Das sollte reichen. Mittig. Und jetzt können wir die Teil verbinden. Aha, guck mal, ich habe auch eine kleine Schleife. Ich kann nicht ohne Schleife gehen. Das ist ja eine goldene Schleife aus diesem Zierschnur. Einfach elegant. Das sind wieder eine doppelte Packung. Die benutze ich immer wieder für Weihnachten und alles Mögliche. Das ist ein toller Akzent. Und dann brauchen wir wieder einen Klebepunkt. Ich nehme heute meine Nagel. Die müssen ja neu gemacht werden. Aber genau, einfach zu. Auf der Kürbis und die Straßensteine, bevor die wieder verschwinden. Ich habe hier diese neutrale genommen. Wieder drei. Dann haben wir den Einleger. Da stempeln wir nochmals. Und zwar diese kleinen Ast, Blatt, Blätter. Und das machen wir mit Walmus. Und das muss genau in die unteren Teil. Oder ich habe so gemacht, damit man das nicht durch die Ausbeilung sieht von der Vorderseite der Karte. Einfach hier so ein kleines Deko-Detail, Detail für die Innenseite der Karte. Dann können wir es ja befestigen. Da. Kleber. Okay. Dann mittig. Genau. Und jetzt halten wir den unteren Teil der Vorderseite der Karte hier am Rand, genau gleich am Rand. Und lassen wir so. Dann nehmen wir Kleber. Hier ist Flüssigkleber, glaube ich, die beste Option. Ich mache Kleber hier oben und hier unten. Und diese zwei Teile bin ich mir sicher, dass die auf die richtige Ort liegen werden. Unten möchte ich nicht, weil ich weiß nicht, wie tief oder ja, wie viel Platz ich da habe. Ich will nicht riskieren, dass diese Brücke auf der Innenseite der Karte liegt. Aber theoretisch sind diese Ecken hier. Upsi. liegen halt so am Rand mit mit diesem Papier vor der Seite der Karte. Weißt du, was ich meine? Also diese Ecke und diese Ecke von der von der Etikett liegt praktisch hier, wo die Vorderseite der Karte anfängt. Jetzt befestigen wir. Wer möchte, kann ein bisschen mehr Kleber hier drunter machen, aber ich finde, das reicht erstmal. So. Und fertig ist die vierte Karte von heute.
einen tollen, tollen Karte mit Falltechnik. Ist das Falltechnik, auch wenn es nur geschnitten ist? Hier die Originalkarte, die Inspiration für diese Karte. Und hier ist meine Interpretation dazu. Ich glaube, ich bin begeistert von dieser Karte. Hier ist eine herbstliche Version. Und hier nochmal alle Karten, die wir heute gebastelt haben. Und den kleinen Goodie dazu. Okay, das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, die Ideen haben euch gut gefallen, beziehungsweise dass ihr ein bisschen besser den neuen Produkten kennenlernen konntet und ein paar Ideen zum Nachbasteln habt. Wie gesagt, ich freue mich, euch immer wieder jeden Monat so einen Workshop zu geben, zu schenken und die Bastelpakete dazu auszuschicken. Die Bestellungen müssen bis zum 10. September abgeschlossen sein und die müssen ab 40 Euro für die zugeschnittenen und ausgestanzten Teile dazu sein. Und für die extra Geschenk für die Straßensteine dann müssen 60 Euro sein. Das war's. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und einen guten Start in der neuen Woche. Wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder. Und ja, bleibt gesund und kreativ. Ciao, ciao.